Hallo und herzlich willkommen hier zu meinem YouTube-Channel. Mein Name ist Ray Butlener und ich freue mich sehr, dir das heutige Aszendentenzeichen in Jungfrau erklären zu dürfen. Wenn du nicht weißt, was es mit dem Aszendenten grundsätzlich auf sich hat, dann schau dir gerne mein Intro-Video zu meiner Aszendentenreihe an. Das Video hierzu habe ich hier oben für dich verlinkt und dort nochmal ausführlich erklärt, was es mit dem Aszendenten denn grundsätzlich auf sich hat. Let's go! Du mit Aszendent in Jungfrau liebst es zu analysieren und betrachtest deine Umwelt sehr logisch und nüchtern. In der positiven Manifestation bist du sehr effizient, produktiv und möchtest einfach mit deinen Fähigkeiten der Gesellschaft dienen und einen Beitrag leisten. Du hast das starke Talent der Effizienz und möchtest unbedingt produktiv sein. Du hast verschwenderisches Verhalten und die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass du auf Minimalismus abfährst. In der positiven Manifestation bist du sehr geschickt, praktisch und fähig und sehr gut mit Zahlen, Daten und Fakten. Meistens bist du ebenso gut mit Systemen und Strukturen und in der positiven Manifestation bist du sehr fleißig, ehrlich, gewissenhaft und hast auch was sehr, sehr Wissbegieriges. Aber nicht so wie der Aszendent im Zwilling, dass man einfach nur ganz viele Dinge an Wissen sich aneignen möchte und diese an seine Außenwelt kommuniziert, sondern hier ist eben auch der Herrscherplanet Merkur vorhanden, aber sehr erdelementtechnisch geprägt, bedeutet, dass die Jungfrau-Aszendenten-Person immer ein anwendbares Wissen sich aneignen möchte, also Wissen, was man praktisch im Leben anwenden kann. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass die Außenwelt dich als schüchtern wahrnimmt. Nur bist du meistens weniger schüchtern, als vielmehr eher bescheiden und zurückhaltend. In der positiven Manifestation liebst du Ordnung und Sauberkeit, aber im übertriebenen Sinne kann es auch passieren, dass du einen Putzfimmel entwickelst und deiner Umwelt ein bisschen damit auf die Nerven gehen könntest. Der Herrscherplanet Merkur macht dich zu einer sehr, sehr intelligenten und smarten Person. Und eines deiner Hauptthemen ist deine Affinität für das Detail. Du hast sehr, sehr perfektionistische Züge und diese perfektionistischen Züge veranlassen dich dazu, dass du stetig in deinem Leben Probleme lösen möchtest und du auch stetig überall alles verbessern und effizienter gestalten möchtest. Und da haben wir die Gefahr, dass du zu sehr deine Energie und deinen Fokus auf die Dinge legst, die eben nicht so funktionieren. Und da kann es sein, dass eine stetige Unzufriedenheit manifestiert wird und du eine selbsterfüllende Prophezeiung lebendig werden lässt, indem du einfach immer nur die negativen, problematischen Dinge fokussierst. Trotzdem hast du einfach ein sehr, sehr großes Talent darin, jegliche Problematik, so komplex sie auch erscheinen mag, sehr systematisch und effizient zu lösen. Du hast sehr, sehr hohe Ansprüche, nur die allerhöchsten Ansprüche hast du meistens an dich selbst. Das starke Perfektionsstreben macht dich zwar zu der effizientesten, krassesten Problemlöserin überhaupt, aber dein starkes Perfektionsstreben fordert eben auch ihren Tribut. Die Kehrseite der perfektionistischen Medaille ist diese, dass du sehr selbstkritisch bist. Damit du in der positiven Manifestation deine beste Version wirst und sehr gut und effizient deinen konstruktiven Beitrag in dieser Gesellschaft leisten kannst, ist es eine seiner größten Aufgaben, deinen inneren Kritiker zu zähmen, weil dieser nämlich bei dir dafür verantwortlich ist, dass du sehr starke Sorgen und Ängste selbst kreieren könntest, weil du eben ein sehr detailorientierter Mensch bist und du einfach vielleicht Dinge, die eigentlich klein sind, siehst und diese sehr groß machst, überlebensgroß und du aufgrund dessen sehr emotional darauf reagierst, sehr ängstlich wirst und Probleme tatsächlich bekommst, diese Dinge zu verdauen. Dem Zeichen Jungfrau zugehörig ist ebenfalls die Heilung und das könnte in etwa so ausschauen, dass du deiner Gesellschaft insofern dienlich sein könntest, als dass du ihnen einfach zeigst, wie man den Alltag am besten meistert, weil du eben selber sehr gut darin bist, Rituale und Gewohnheiten zu implementieren, um einfach effizient seinen Alltag zu beschreiten. Du bist deswegen so gut darin, weil du nicht einfach nur über Versuch und Irrtum lernst, sondern mit dem großen Unterschied, du versuchst, du irrst dich, aber deine
Irrtümer werden sehr detailliert analysiert, um dann wirklich sehr nachhaltig und effizient die Probleme gänzlich abzustellen und wirklich sukzessive einfach immer besser und besser den Alltag zu meistern und immer bessere und effizientere Rituale in sein Leben einzubringen, um die Lebensqualität aufgrund dessen immer stetiger steigen zu lassen. Eines deiner sympathischsten Eigenschaften ist, dass dir Nützlichkeit wichtiger als Anerkennung ist. Und das liegt daran, dass du einfach ein sehr, sehr starkes, sehr sympathisches Bedürfnis hast, tatsächlich einen konstruktiven Beitrag in deiner Gesellschaft zu leisten und dir dein Umfeld sehr, sehr wichtig ist. Dir ist einfach wichtig, den Menschen dienlich zur Seite zu stehen. Sehr wichtig zu erwähnen ist, dass ich den Aszendenten gerade sehr pauschal beschrieben habe und um noch individueller auf dich einzugehen, wäre es wichtig, wo sich denn genau der Herrscherplanet, in diesem Fall Merkur, in welchem Haus, in welchem Zeichen und wie dieser aspektiert wird, befindet. Auf diese Themen werde ich aber noch in zukünftigen Videos sehr detailliert eingehen. In der Parasologie ist es sehr wichtig, deinen Deszendenten abzuchecken. Und der Deszendent von deinem Aszendenten Jungfrau ist Fische. Das bedeutet, dass alle Menschen, die stärkere Fische-Eigenschaften haben, sehr attraktiv auf dich wirken. Mich würde sehr interessieren, was du mit dem Aszendenten Jungfrau bis jetzt für Erfahrungen gesammelt hast. Teile dein Wissen und Erfahrung mit uns und hinterlasse mir sehr gerne einen Kommentar. Wenn dir dieses Video gefallen haben sollte, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Und wenn du ein Teil unserer Community werden willst, dann abonniere herzlichst gerne meinen Kanal. Du bist willkommen, wir freuen uns auf jedes neue Mitglied und am besten so die Glocke aktivieren, dass du informiert wirst, sobald ich wieder ein neues Video hochgeladen habe. Schön, dass du hier warst, dein Ray und bis zum nächsten Mal.